Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf dem Arsch. Wir haben jetzt Rübenernte vor dem Gang. Jetzt werden wir gleich mal die erste Ladung verkaufen fahren zur Zuckerfabrik. Und Kartoffeln, ja, blockiert aktuell. Ein paar Rüben haben wir noch sicherlich, ne? Ja. Echt nicht mehr? Ein paar Tönnchen wieder rein hier. 80 Tonnen, das ist der Wahnsinn. Wenn wir die Kurve fahren lassen, ne? Da lässt ja nichts stehen, da kann man nicht meckern. Ich hab gut gespeist. Also. Hat geschmeckt. Und voll. Auf geht's. Muss ich mal schauen. Am besten fahre. Das erste Mal, wo ich jetzt Zucker verkaufe. Eine Frucht, die ich nicht mag. Wie gesagt, das ist viel Arbeit, viel Last und wenig Geld. Für Zuckerherstellung noch zu früh, da habe ich noch keine Mittel dazu. Die Schweine werden sich auch wieder. Ich kriege keine Zuckerrüben. Noch für Battle, ne? Keine. So, dann gehen wir ganz kurz in die Karte rein. Und zwar die ist hier oben. BGA Nord. Dann müssten wir nachher. Wo sind wir? Da sind wir. Links fahren. Ja, wenn wir links abbiegen nachher, ne? Aber ich kriege keine Zuckerrüben. Nehmen wir die Kurve kriegen hier, ne? Bitte abbremsen. Gut, dass hier kein Gehverkehr kommt. Hier lang. Also Rüben müsste eigentlich, muss mal ganz kurz gucken. Also wir müssen jetzt mal schauen, ob wir überhaupt einen guten Preis da kriegen. Ne? Vielleicht gibt es woanders mehr gezahlt. Ne? Kann man ja gar nicht wissen. Da noch keine Erfahrung mit. Karotte. Großhaltung, ne? Eier wäre gut. Zuckerrübe, Getreide AG, zahlt am meisten. Was machen die damit? Natürlich fallen die Preise, ne? Aber gut, aber man kann die Rüben aber halt normalerweise nicht lange lagern, ne? Die würden ja dann praktisch ihren Zuckergehalt verlieren. Das ist dann so. Zu rechts irgendwo bei den Getreide AG. Ist halt so, ne? Wenn sie es haben wollen, kriegen sie das Zeug, ne? Kiloweise, tonnenweise, meinetwegen. Mir ist das wurscht. Aber
deaktiviert? Eigentlich schon. Guck mal die Karte. Wo blinkt das aktuell? Treidelhandel, wo ist das Ding hier? Ach nö. Dann fahren wir sogar ruhig, da nutzt ja auch nichts. So weit fahren wir jetzt nicht deswegen. Also kurz drehen und wenden. Und den Bauer mal kurz entschuldigen, ne? Leider geht's nicht anders. Selbst von der Rente. Hier ist Soja. Oder nicht gehen die Ernte. Ah, jetzt der Baumarkt. Rechts. Naja. Kartoffelprobleme. Der Rücken einer Ernte ist voll. Hätten mir fast die Vögel an der Scheibe geklatscht hier. Habe ich auch mal eine Erfahrung gemacht. Dann habe ich. Auf der Autobahn halt 80. Ja. Aber die Scheibe hinüber. Vogel sicherlich auch. Aber die vier von gesehen. Ich habe gesehen, wie er gelandet ist. So, müsste eigentlich hinten sein. Wie gesagt, mit 260 ist nicht viel, ne? Oder 40 sogar hier. Müssen wir eigentlich im Frühjahr verkaufen, aber das aber Rüben ist das nicht, wie soll ich sagen, sinnvoll. So, mal gucken, wo wir abladen dürfen. Weiter sicherlich. Nie wieder Rüben. Ich soll mal selber erstellen können. Gut, ich dachte ja eigentlich auch, die Schweine wollen es haben, ne? Aber gut. Rüben an sich nicht, sogar Rüben, eher den normalen Rüben, aber. Zuckerrüben. Dann kriegen die Akarias, die Schweine. Uiuiui, oh, oh, eng gebaut hier. So. Ist da noch ein Zaun drin oder sind nur die Pfähle da? Ja, wir müssen zurück zum Feld, da ist hier alles nichts. Also Vermögen machen wir drüben nicht. Aber was soll's. Apropos Rüben. Man könnte die auch für die BGH nutzen, ne? Aber nicht als Rübe, sondern als dann fahre ich in mein Lager rein. Aus Rübenstütze. Dann werde ich so ein Lager reinfahren. Wunsch. Die Krähen sind hier alle Selbstmörder. Das Name sagt 800 Meter abbiegen. Na ja, gut. Ändert sich aber nichts.
Mit Vollgas über die Kreuzung, genau. Der ist auch fertig. Blockiert, blockiert. Ich eile ja schon. Ich gebe schon Gas. Ja, die Stelle sind in einer Flucht. Sprich zu ändern. So. Ups. Wo ist er? Ganz rechts war was. Der Windmühl machen aber einen Lärm hier, ne? Blaue Runde erleben soll schon, wenn der Strom nicht ausfällt. Blackout. Kann man ausgehen, das kommt so. Erst recht, wenn wir die grünen Regierungen sind, dann kannst du glauben, das ist das Todesstoß. Wenn die Autoindustrie sagt, sie geht weg ins Ausland, dann sind immer viele Arbeitsplätze in Gefahr. Dann sind aber die Steuereinnahmen nicht mehr da. Dann werden die sich wundern, wenn sie ihre Gehälter im Bundestag aber kürzen können. So. Und woanders auch. Dann sprudeln die Einnahmen nicht mehr. Bist du wirklich voll? Dauert zu lange. So, Tauchel. Müssen wir sehen, dass ich den Deich weggemacht bekomme. Aber das kostet mir Geld, ne? Da haben wir kein Geld übrig. Oh, kommen wir gar nicht gut rum. Wunder, dass wir nicht umfallen. Aber wir kommen runter. Haben wir Glück gehabt, du. Also ich rede durch, der wird eigentlich anders fahren. Lass mal kurz leer machen und dann werden wir ganz kurz Fahrrad ausmachen. Jetzt hier beenden. Ach, sind hier. Aha! Das ist klar. Oh, eine gute Frau, mal kurz tauschen, ne? Das ist ein schwieriges Gelände. Mal ganz kurz deaktivieren. Fahren wir vorwärts, ne? Und rückwärts geht auch. So. Könnte ein bisschen laut sein, ne? Versteht ihr mich noch? So. Wie gesagt, die Einstellung ist dann schwierig. Denn wenn ich das prüfen kann, ist es meist zu spät. So.
später Herbst. Im Grunde bin ich froh, dass ich überhaupt ernten kann. Ne? Mal ganz kurz den Kollegen da entlassen, ne? Sonst auch wenn er keinen Lohn kostet. Und dann werden wir gleich auf Feld normal zum Fahren. Dann gleich das gleiche auch noch machen, ne? Flügen, ne? Mal sehen, wenn wir noch da der Raps halt, ne? Also gleich mal drum kümmern. Alles nebenbei gemacht. So. Hier kurz. Abstellen, ne? Erstmal. Ja, ja, warte mal einen Augenblick. Kursgenerierung 19. Nur 2 wird reichen. 15 Meter, da stellen wir noch ein, ne? 15 Meter. Werden wir kurz den Kurs berechnen lassen. Und einstellen, speichern, nee, nicht FL, so, BF, Feld, 19, 15, speichern. So. Oh nein, nein. Dann wären wir jetzt im Hof gefahren, ne? Im Grunde werden wir jetzt nur den LKW zurücksetzen, ist nicht schlimm. Dann fahren wir halt wieder hin. Aber den Anhänger zurücksetzen ist ungünstig, dann ist glaube ich leer. Verdient schon nichts und dann noch eine Menge. Naja. So. Machen wir gleich den ersten leer machen. Voll machen. Und dann gehen wir mal gleich Richtung Kartoffeln. Also gute norddeutsche Kartoffel, ne? Späte Sorte. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten. Frühe, mittlere, denke ich mal, gibt es auch und ja, halt die späten. Die Lagerfähigkeit ist natürlich unterschiedlich, aber heute ist ja im Prinzip das schon ein bisschen besser als früher. Heute kann es ja in entsprechenden Hallen, wo sie in die Kisten reinkommen und dann entsprechend unter idealen Bedingungen halt gelagert werden. Ne? Früher war das ja, ja Keller, ne? Kamen die ins Keller und dann war das trotzdem noch oft zu. Zu warm. Und wenn die Kartoffel zu warm ist, dann ist es fangen sie an zu keimen und dann oder verfaulen, schlimmstenfalls. Ne? Also nicht so optimal für Lagerung. Wenn heute einer im modernen Haus wohnt, wo der Keller noch gedämmt ist, da ist es überhaupt nicht für geeignet, weil es einfach zu warm ist. Ne? Brauchst einen kalten Keller, also 4 Grad ist die Idealtemperatur. So, das wären die Kartoffeln. Mal sehen, da kriegen wir noch einmal was rein. Beziehungsweise wir parallel fahren dabei. Mal gucken, wenn wir voll kriegen hier. Brr, dann eine ganze Runde fahren, ne? Fahren wir zum Hof. Oder wer kauft die? Ja, wer will die haben?
Sojabohnen, Kartoffeln, Depot, Hafen, Depot. Das ist in der Nähe. Kriegen sogar mehr als hier für Rüben. Ich denke mal auch, dass wir entsprechend nicht so viel ernten werden. Ja, Depot, gleich rechts und dann geradeaus. So, die Folge ist Ende. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und sage mal Tschüss und Winke. Wir machen gleich weiter mit Verkauf. Dann geht's weiter in der Folge, nächste. Dann sage ich mal Tschüss und Ciao und Tschüssi.